Stefanie Hertel, heute mein Interviewgast bei Promigeflüster, hier nochmal aus dem Europapark in Rust bei Immo wieder Sonntags. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Hallo, servus. Ja, wie geht's dir? Was sind deine aktuellen Projekte? Ich glaube, du bist nämlich in Produktion einer neuen CD. Richtig, ich bin fleißig im Tonstudio und habe schon wunderbare neue Lieder aufgenommen, werde auch noch einige aufnehmen. Also es wird ganz spannend werden. Sehr schön da, also da kann man einiges noch erwarten dieses Jahr. Absolut, absolut. Mhm. Ich habe einen tollen Produzenten, mit dem ich gemeinsam sehr viel arbeite, mit dem ich auch gemeinsam dann hinterm Mischpult sitze und mitentscheiden kann und auch in der Produktion einfach mit eingebunden bin. Und das macht natürlich total viel Spaß. Mhm. Auch wenn es sehr viel Arbeit ist, aber das macht man natürlich sehr gerne. Dann ist das Ganze sehr, sehr persönlich. Wird ein sehr persönliches Album werden. Also demzufolge hast du jetzt dein Produzententeam schon lange, denke ich mal, gewechselt. Früher war es ja Irma Holder und Jean Frankfurter. Wer ist es jetzt denn? Absolut. Irma Holder und Jean Frankfurter sind natürlich für mich zwei ganz, ganz wichtige Menschen, denen ich unglaublich viel zu verdanken habe. Wir haben 20 Jahre zusammengearbeitet und das ist eine Zeit, die ich auch niemals missen möchte. Aber irgendwann kommt der Tag, wo man einfach sagt, man möchte auch mal ein bisschen in eine andere Richtung schauen. Und jetzt arbeite ich mit Paul Bute in Berlin zusammen und das macht echt sehr viel Spaß. Mhm. Und der Titel, den ja, der den Sommer uns über begleitet hat, den kannte man ja auch alle noch. Biscaya war ja da, die ursprüngliche Melodie. Da hast du einen, sag's nochmal schnell, der Titel, wie er hieß? Ein Meer aus ein Liebe, Meer, genau. Richtig. Mhm. Ganz toller Titel eigentlich, der hat uns sehr gut gefallen allen. Ja, im Europapark gab es jetzt auch noch was ganz Besonderes. Du hattest auch jetzt noch wieder mit dem Stefan zusammen die Benefiz-Show da noch gemacht. War wieder für einen guten Zweck. Wie war's? Es war ganz, ganz toll. Ein wunderschönes Konzert mit einem tollen Ambiente im Colosseo Innenhof. Mhm. Also das ist ja wirklich ein einmaliges Erlebnis, wenn man dort ein Konzert geben darf. Und die Stimmung war großartig. Es hat total viel Spaß gemacht. Sehr schön, sehr schön. Nee, also ich denke mal, hier im Europapark ist eh immer wieder was Neues zu entdecken. Also auch wenn man sieht, wie der Park sich so entwickelt. Da hast ja du auch schon lange Beziehungen dahin. Gab, glaube ich, auch so relativ zum Anfang deiner Karriere auch ein Special hier aus dem Europapark über dich. Ja, zu meinem 18. Geburtstag, genau. Das ist doch schon ein paar Tage her. Da waren wir schon zum ersten Mal hier im Park und haben hier gedreht. Und seitdem bin ich dem Park wirklich sehr eng verbunden. Ja, wenn man gerade so ein bisschen die Zeit noch zurückdrehen darf, also gerade wie es begonnen hat, du warst ja wirklich als kleines Mädchen mit dem Papa auf Tour und auf der Bühne und dann der große Durchbruch mit dem Grand Prix. Wie hat man das damals so empfunden? Ja, das war für mich natürlich alles ein bisschen wie ein Film. Es war aber auch gut so, weil ich konnte, ich war in einer anderen Welt, wenn ich auf der Bühne war und zu Hause war ich ein ganz normaler Mensch und das war halt das Schöne dabei. Ja, und dann stürzen sich natürlich die Medien auf ein und dann, was dann immer draus werden kann, ist leider Gottes ja, auch nicht immer so schön. Ja, momentan ist es wieder ganz arg, weil es natürlich unglaublich viele Geschichten gibt, die wirklich zum Großteil einfach frei erfunden sind. Wir haben seit Monaten keine Interviews mehr gegeben, keine offiziellen Fotos irgendwie mehr freigegeben. Aber trotzdem gibt es halt alles im Archiv, ja. Da wird sich was zusammengebaut und so ist es halt einfach, ja. Mein Gott. Muss man leben damit, oder? So ist es. Ich glaube, die Leute, die lesen das auch und lachen drüber. Und deine Tochter, die ist ja jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre groß, ne, oder 10 Jahre alt. Hat sie auch schon irgendwie den Wunsch, irgendwie auf die Bühne zu gehen oder wie ist ihr Privates? Na, sie ist ein ganz normales Mädchen, wie viele andere auch und das genießt sie auch sehr. Okay. Dein Papa hat, glaube ich, auch jetzt nochmal eine neue CD draußen, wo du auch nochmal 2 Lieder mit ihm zusammen singst. Richtig, der Papa hat ein neues Album produziert und mit 2 Duetten mit mir gemeinsam und das wird auch ein sehr, sehr schönes Album werden. Prima. Also einiges wieder zu hören von der Stefanie und dazu wünsche ich dir jetzt viel, viel Erfolg. Dankeschön. Dass alles so wieder weitergeht, wie du es dir wünschst und heute sieht man dich, glaube ich, noch in tanzender Weise. Richtig, ich werde gleich die Sohle aufs Parkett legen und deswegen muss ich jetzt auch gleich los, mich noch ein bisschen warm machen. Ein bisschen noch warm machen, aber bis tanzen gleich. Machst du auch sehr gut. Dankeschön. Bleib auch da dran und ich glaube, es ist eine gute Kombination, singen, tanzen, wenn man das alles so gut kann. Macht viel Spaß auf jeden Fall. Okay, liebe Stefanie, alles Gute dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss.